Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute endlich wieder mit dem Meta-Ranking für September 2015. Heute schauen wir uns mal an, wie das Meta sich so verändert hat, welche Decks gespielt wurden, welche Decks getoppt haben und sowas. In dem einen Monat jetzt zwischen September und August waren nicht wirklich viele Turniere, nur ein paar Regionals, aber trotzdem ein paar Veränderungen. Da haben wir als erstes auf Platz 10 neu Yang Xing. War letzten Monat knapp nicht in den Top 10. Da habe ich mich für Ignatz entschieden, weil es einfach neu war, aber beide waren relativ knapp. Yang Xing hat auch zwei YCS getoppt. Ja, und seitdem hört man von Ignatz halt gar nichts mehr. Aber dafür von Yang Xing. Hauptsächlich wegen Jeff Jones, der hat zweimal damit getoppt. Einmal Regionals und jetzt gerade hat er was gewonnen, ARG-Format aber. Aber trotzdem starke Leistung und Yang Xing sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und mal schauen, ob der Yang Xing-Hype kommen wird. Dann haben wir auf Platz 9. Überraschenderweise Cosmo ist vom 6. Platz gesunken, hat seitdem auch nicht wirklich überzeugt, hat hier und da mal getoppt, aber halt eher so Top 8 herum und nicht weiter oben. Und ja, war halt wohl eher Überraschungseffekt. Leute wussten nicht genau, wie man gegen das Deck spielt, mit dem Effekt anscheinend und dann kommt was Special und sowas wahrscheinlich. Aber jetzt haben sie sich dran gewöhnt und dem Deck fehlt auf jeden Fall noch was. Die Karten, die sie bisher haben, reichen einfach noch nicht aus, um wirklich im Meta mitzuhalten. Aber neue Supportkarten wurden angekündigt. Sahen auch ganz cool aus. Eine Ausrüstungs-Zauberkarte und eine Cosmo-Karte, 4-Sterne-Monster. Effekte leider noch nicht bekannt, aber Support auf jeden Fall da. Und mal schauen, was Cosmo dann mit dem neuen Support erreichen kann. Auf Platz 8 haben wir Infernoid, ist auch gesunken von Platz 7 vom letzten Monat, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, also toppt auch noch hin und wieder mal, aber der Infernoid-Hype ist auf jeden Fall vorbei, also dieses ganze Gelaber, dass wenn Decathlon kommt, das Deck echt krass wird, hat leider nicht gestimmt, Infernoid nicht mit oben dabei, aber mal schauen, was die Bandliste bringt, wenn die obere Hälfte der Metadecks geschwächt wird, dann kann Infernoid nur nach oben rutschen. Dann haben wir auf Platz 7 Ritual Beast. Die sind vom 8. Platz rauf auf den 7. Platz gestiegen. Echt super solides Deck. Kann hier und da immer noch krasse Züge auspacken und mithalten. Und vor allem jetzt mit Emergency Teleport Reprint wird es wahrscheinlich öfter gespielt und auf jeden Fall eine gute Wahl. Dann haben wir auf Platz 6 endlich jeden Monat, jede Liste, jedes Ranking schreiben mir Leute, dass Hero weiter oben sein soll. Aber mich hat es halt bisher nie überzeugt. Aber jetzt, diesen Monat endlich auf Platz 6, von Platz 9 gestiegen. Und hauptsächlich wegen Noden. Mit ihm können Heroes einfach noch mehr Züge auspacken, noch mehr Optionen. Und die Zeit der Helden wird auf jeden Fall noch kommen, glaube ich. Aber mal schauen, was die Bandliste bringt. Wenn die entsprechenden Decks geschwächt werden, dann könnte Heroes auf jeden Fall hochrutschen. Dann kommen wir zu den Top 5. Wie immer, der Gatekeeper, der die obere Hälfte von der unteren Hälfte trennt. Clifford, dann kommen wir zu den Top 4. Da haben wir Shadol, ist ein Platz gesunken, von Platz 3 auf Platz 4 diesen Monat. Hab einfach von denen nicht so viel gehört. Auf jeden Fall noch ein starkes Deck, aber diesen Monat einfach nicht so viele Ergebnisse gehabt. Wie der 3. Platz eben, Satella. Ich weiß nicht wieso, aber viele unterschätzen das Deck, denken es ist nicht mehr so stark. Aber diese Teller-Jungs geben nicht auf und wollen den Leuten nochmal zeigen, wie krass der Teller eigentlich ist, bevor die Bandliste kommt und das Deck möglicherweise zerstört wird. Dann haben wir auf Platz 2 immer noch BA und man kann sich drüber streiten. Ich würde es nicht für verrückt erklären, wenn Leute BA diesen Monat auf Platz 1 setzen. Der Unterschied zu Necros und dem ersten Platz ist diesmal echt minimal, so knapp war es noch nie. Aber für diesen Monat Necros immer noch an der Spitze. Mal schauen, ob eine Bandliste kommt, wann sie kommt oder ob sie überhaupt kommt. Man weiß es ja zurzeit nicht wegen Konami und so. Und mal schauen, falls eine kommt, wie die Decks geschwächt werden und wie sich das auf den nächsten Monat oder übernächsten Monat auswirken wird. Ansonsten, falls keine Bandliste kommt, wird es im Oktober nicht viel geben, was Rankingliste beeinflussen könnte. Es kommt zwar High Speed Riders heraus, mit Psyframe und Speedroids. Ich weiß nicht, wie die Decks sich
auf das Meta auswirken werden. Aber abgesehen davon wird es Oktober, so wie es aussieht, bisher absolut nichts geben. Aber mal schauen, vielleicht gibt es irgendwelche Überraschungen. Ansonsten war es das auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Liste gefallen, beziehungsweise falls ihr irgendwelche anderen Vorschläge habt, könnt ihr es unten gerne in die Kommentare schreiben. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.